Guten Morgen, wir sind's wieder. 30 Tage, 30 Vlogs, Tag 16. Es ist früh morgens, es ist 6.18 Uhr und wir sind alle zusammen. Die Kinder sind auch dabei, Imke ist dabei. Wir sind auf dem Weg ins Eisstadion am Pferdeturm. Und jetzt ist die Frage für uns, kommen wir ohne Aufladen nach Hannover? Ich habe übrigens den Autopiloten drin und habe einen langen Abstand eingestellt. So, weil ich neulich mal einen Kommentar gekriegt habe, ey, du achtest gar nicht auf den Verkehr. Ich habe das hier alles schön im Blick. Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt mal sehen, kommen wir ohne aufzuladen hin und zurück auf der Strecke zwischen Bremen und Hannover. Ist ja bekanntlich kein Supercharger. Oder müssen wir an eine Säule von Tank und Rast gehen, die sich auch auf dem Weg befindet und damit Schadimo laden. Also seid gespannt. Wir fahren jetzt erstmal zum Pferdeturm nach Hannover. Ich habe ihn jetzt mal rechnen lassen und er sagt jetzt, wir müssten zuerst nach Lauenau, das ist ein kleiner Umweg, da 25 Minuten laden und dann zurück. Er sagt, so schaffen wir es nach Bremen nicht zurück. Also ich muss mir jetzt entweder hier noch eine Ladestation suchen über den Tag oder wir fahren nach Lauenau, das ist etwas in die falsche Richtung. Ja, weil es hier wohl reingeht. So, wir haben hier die Gästekabine im Pferdeturm. Weser, Stars, Bremen. Und für einen Eishockey-Fan ist es natürlich toll, hier sein zu dürfen. Hier sieht das irgendwie aus wie eine Mischung aus DDR und 50er Jahre, ne? Ja. Unsere Kabine ist da. Guten Morgen. So, hier ist natürlich scheißen kalt. Also es ist richtig wie im Winter. Ich habe mich auch noch mal umgezogen und ich habe mir zum Glück meine dicke Jacke ins Auto gelegt. Ich habe mich immer gefragt, was der Pferdeturm wohl ist. Und jetzt steht er hier. Da steht er wohl auch schon ziemlich lange. Und dahinter steht das Eisstadion, was da scheinbar auch schon ziemlich lange steht. Ich wusste es vorher als Eishockey-Fan, dass das hier wohl ziemlich abgerockt ist. Aber irgendwie hat das einen total geilen Charme. Also die Fans werden, wenn hier mal eine neue Halle kommt, werden die das vermissen. So, und an den beschlagenen Scheiben sieht man hier, was in einem Eisstadion passiert, was halb offen ist. Da hat man Kondenswasser ohne Ende. Da wird es auch von der Halle tropfen, vom Hallendach. Und wir schauen uns hier das einmal an. Also die Lotte ist die Nummer 13 und die Kinder sind hier jetzt heute das erste Mal auf dem Eis dieses Jahr. Und wir haben gerätselt, ob die wirklich noch Schlittschuh fahren kann, die Lotte, oder ob das Eis zu glatt ist. Und ich bin so happy, das könnt ihr euch nicht vorstellen, sie kann's noch. Musik.
I could go out in the darkness, see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. From the start, it is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go. Wir stehen hier jetzt und laden, der lädt ungefähr jetzt 50 Kilometer die Stunde und der Pferdeturm, das ist ein wirklich geiles Eishockeystadion. Das ist zwar alt und irgendwie ein bisschen baufällig, aber es ist eine super Atmosphäre und die Stromleitungen, die funktionieren. Also das ist vom Feinsten hier. Und das bestätigt wieder meine Theorie. Es gibt irgendwie mehr Steckdosen auf der Welt als Tankstellen. Also ich hab nett gefragt, kann ich ein bisschen Strom haben? Überhaupt kein Problem. Also Indians, ihr seid top. Wir haben jetzt den frühen Nachmittag hier und ich bin jetzt hier auf der Stehplatztribüne in der Kurve. Hier ein Blick in den wunderschönen Pferdeturm hier, das Eisstadion. Und jetzt beginnen die Playoffs, denn die Kinder mussten richtig, richtig viel spielen. Die sind schon total fertig. Also die haben ganz viel Bodenberührung jetzt und die legen sich schon hin nach den Wechseln, um sich auszuruhen. Und jetzt kommen also die Playoffs. Und ich muss sie nachmachen. Let's get. Wir haben 319 Kilometer für die Rückfahrt und nur 142 Kilometer vor uns. Wir durften hier laden. Das ist alles perfekt. Gleich kommt das letzte Spiel hier, was ich mir angucke. Die Young Weser Stars, die werden entweder Fünfter oder Sechster und die haben sich ganz wacker geschlagen. Zeit, mein kleines Geheimnis zu verraten. Mein erstes Eishockeyspiel bei den Fishtown Pinguins, das mich zum Fan gemacht hat. Also es war das erste Spiel überhaupt, was ich in der Eisarena Bremerhaven gesehen habe. Das war gegen die Hannover Indians. Wir haben 4-1 gewonnen und danach, kurz danach, ging die Indians pleite. Und ich habe immer nur von dem legendären Pferdeturmstadion gehört, dass das hier wirklich einzigartig sein soll. Und ich bin ganz stolz, dass ich heute hier bin und ich wollte hier schon immer hin. Also, mein erstes Eishockeyspiel in Bremerhaven war gegen die Hannover Indians. Ein toller Verein hier, es hat richtig Spaß gemacht. Ja, wir fahren jetzt zurück. Ich bin ein bisschen kaputt, das ist doch schon ganz schön anstrengend, nicht nur das frühe Aufstehen, sondern auch jeden Tag ein Video zu veröffentlichen, das zusammenzuschneiden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde heute nicht meine Formel sprechen mit Daumen hoch und abonnieren. Ein Zuschauer hat hier geschrieben, das wäre alles total doof. Ich finde, das gehört zu YouTube dazu. Wenn das Video aber weniger Daumen hoch kriegt und weniger Abonnenten bringt, dann mache ich das ab morgen wieder. Wenn das mehr Abonnenten bringt und mehr Daumen hoch, dann lasse ich es wahrscheinlich in Zukunft weg. Und also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.